an diesem Gedenktag für die Verstorbenen unserer Gemeinde und all derer, die uns nahegestanden haben und die wir nicht vergessen wollen und nicht vergessen können, sind wir zusammengekommen, um auf dem Weg des Abschiednehmens innezuhalten und zur Ruhe zu kommen. Seitdem die Menschen verstorben sind, die wir vermissen, hat sich für uns vieles verändert. Von außen wird zugleich vieles von uns verlangt. Heute wollen wir hier auf Gottes Wort hören, seinen Trost empfangen und uns seinen Frieden schenken lassen. Die Liebe, die wir alle brauchen. Ein Wort zu der technischen Seite dieses Gottesdienstes, zu dem ich Sie alle willkommen heiße. Wir sind in einer sehr schwierigen Phase der Pandemie angelangt und darum bitte ich Sie, wenn Sie mitsingen, was sehr schön wäre, beim Singen Ihre Masken zu tragen. Das schafft für uns alle mehr Sicherheit und ein wichtiges, gutes Gefühl, das diesen Gottesdienst auch mitträgt. Unser erstes Lied haben wir bereits in der Intonation in einem Choralvorspiel von Max Reger gehört, Morgenglanz der Ewigkeit. Nun lasst uns feiern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir beten mit Worten aus dem 90. Psalm. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und das Meer geschaffen wurden, bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit, der du die Menschen lässest sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässest sie dahinfahren wie einen Strom, sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost
das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Kindern gnädig. Fülle uns frühe mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagtest und nachdem wir Unglück leiden. Zeige deinen Kindern deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, Herr, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Amen. Wir beten. Ewiger Gott, barmherziger Vater, immer wieder haben wir uns in den vergangenen Monaten so gefühlt, alleingelassen, verstört und unendlich traurig. Die Menschen, die wir verloren haben, Ehemann oder Ehefrau, Mutter, Vater, Bruder, Schwester, Freundin, Freund, fehlen uns. Das Leben ist anders geworden für uns ohne sie. Mit ihnen haben wir ein Stück unserer Heimat in dieser Welt verloren. Wir haben seitdem versucht, neue Wege zu gehen und eigenständig Entscheidungen zu treffen. Manchmal haben uns andere dabei geholfen. Dafür sind wir dankbar. Und doch kommen immer wieder die Tränen. Darum bitten wir dich heute, hilf uns, zur Ruhe zu kommen. Schenk uns Trost. Stärke uns auf dem Weg, der vor uns liegt, mit deinem Wort, mit deiner Liebe. Das bitten wir dich im Vertrauen auf Jesus Christus, deinen Sohn, der unser Heiland und Erlöser ist. Als Evangelium dieses Gottesdienstes hören wir den sogenannten Heilandsruf Jesu, der die mühseligen und Beladenen in seine Nähe ruft. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ehre sei dir, Herr. Und miteinander bekennen wir mit den Worten des Apostolikums unseren christlichen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Mit uns allen sei der Friede, den Christus bringt. Amen. Liebe Gemeinde, an diesem Gedenktag der Verstorbenen unserer Gemeinde hören wir einen Abschnitt aus dem Hebräerbrief im Neuen Testament. Als der Verfasser, ein urchristlicher Apostel, seine Worte niederschrieb, hatte er ein ganz bestimmtes Bild vor Augen. Er sah nämlich im Geiste einen langen Zug von Menschen, die mit ihrer Habe, mit ihrem Gepäck, mit Kindern und Vieh unterwegs sind. Sie ziehen durch eine Einöde, durch eine öde Wüste, um ins gelobte Land zu gelangen. Aber der Weg zieht sich hin und die Menschen fangen unterwegs an, zu klagen: Ach Gott, warum hast du uns das aufgeladen? Wäre doch nur alles so wie früher. Hier wissen wir den Weg nicht genau und dich, unseren Gott, sehen wir ja auch nicht. Wer weiß, ob du überhaupt noch da bist und uns führst.
wann kommt die Heimat, wo ist das versprochene Land und wann endlich kommt die Zeit, in der wir von dieser Strapaze des Umherirrens endlich erlöst werden. Es sind nicht allein die hebräischen Sklaven auf dem beschwerlichen Weg in die neue Heimat, die so empfinden. Wir hier heute haben alle Ähnliches erlebt. Im zu Ende gehenden Jahr hat das Leben sich manchmal genau so angefühlt, wie eine beschwerliche Wanderung durch ödes Land. Wir mussten neue Orientierung finden in einem Leben, in dem uns wichtige und nahestehende Menschen gestorben sind. Ihr Tod hat unser Lebensgefühl erschüttert und nachhaltig verändert. Auch wenn man sich innerlich schon länger darauf eingestellt hatte, dass der Weg eines Tages allein weiterzugehen sei, und auch wenn wir diesen beschwerlichen Weg bereits schon seit einiger Zeit gehen und beschreiten, dieses Weitergehen gleicht dem beschwerlichen Weg Israels durch die Wüste. Der gewohnte Tagesablauf hat sich verändert für den, der zurückgeblieben ist. Telefonate finden nicht mehr statt. Manchmal hat es wochenlang gedauert, bis man überhaupt wieder richtig durchschlafen kann, bis man seine täglichen Aufgaben nicht nur mechanisch erledigt, bis man sich daran gewöhnt hat, nicht mehr für diesen so wichtigen Menschen mitzudenken und mitzuhandeln, für ihn oder sie zu sorgen. Und es ist eine besondere und keine gute Erfahrung, wenn das Mitgefühl der anderen nachlässt, während man selbst innerlich noch lange nicht fertig damit ist, zu trauern und all die widersprüchlichen Empfindungen, die Tränen, die Angst vor der Zukunft, das lastende Gefühl der Stille und der Leere in das eigene Lebensgefühl zu integrieren. Wie das Volk Israels damals bewegt man sich eine Zeit lang also im Kreise. Man spricht vielleicht innerlich aus, was man gerne dem anderen noch gesagt hätte. Man hängt in der Erinnerung den unwiederbringlichen Zeiten nach. Gott, du hast uns allein gelassen, lautet Israels Klage gegen Gott. Ja, wir von uns bringt sein Leben schon ganz alleine zurecht, ohne jemals bitter zu werden, ohne zu klagen, ohne Vorwürfe auch, ohne Vorwürfe gegen Gott zu richten. Solchen Suchenden, solchen Klagenden, solchen manchmal verzweifelnden Menschen sind die Worte des Hebräerbriefs zugesprochen. Er schreibt, es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer zur Ruhe Gottes eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, wie Gott von den Seinigen ruht. So wollen wir uns nun eifrig bemühen, auch zu dieser Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als gleiches Beispiel des Ungehorsams, nämlich wie die Israeliten in der Wüste, zu Fall komme. Ruhe wird uns versprochen, liebe Gemeinde, ein inneres zur Ruhe kommen. Das ist etwas anderes als Stille, in die hinein niemand antwortet. Auch nicht der Stillstand, wenn man meint, das Leben werde sich sicher nie wieder zum Guten wenden für uns oder so gut anfühlen wie früher. Die Ruhe Gottes ist etwas anderes, etwas Neues und Gutes. Der Apostel erzählt davon zwischen den Zeilen.
Mit der Ruhe Gottes erinnert er uns an Gottes eigenes Ausruhen von seinen Schöpfungswerken. Wir erinnern uns an die alte mythologische Erzählung, an dieses große, wunderbare Gedicht im ersten Kapitel der Bibel. Da erschafft Gott die Welt aus dem Nichts und ruft alles Sein ins Leben, auch den Menschen, Mann und Frau. Und am siebten Tag ruht Gott von seinen Werken. Es ist ein ganz schlichter, aber sehr tröstlicher Gedanke, dass jeder Mensch, dessen Lebenskreis ausgeschritten ist, ausruhen darf von seinen Werken, so wie Gott selbst. Viele von uns haben erlebt, dass der Tod eines geliebten Menschen nach viel Angst und Anstrengung einer großen Ruhe Raum gegeben hat. Haben wir nicht gespürt, dass unsere Verstorbenen im Tod etwas wie Frieden erlangt haben? Wer zur Ruhe Gottes gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinigen. Das heißt, unsere Toten ruhen aus. Und das meint auch, sie sind nicht nirgendwo, sondern gehen in die Ruhe Gottes hinein, wie in eine andere, in eine bessere Welt. Ihre Werke sind getan. Und nun kehren sie heim zu unserem Schöpfer, in sein Reich, in seinen Frieden. Diese wunderbare Einsicht darf auch uns zur Ruhe kommen lassen. Viele unter uns haben erlebt, dass man nach und nach empfänglich wird für das, was wir die Werke der Verstorbenen nennen und was die Werke der Verstorbenen uns jetzt mitteilen. Was die Verstorbenen uns als ihr Lebenswerk hinterlassen haben, das beginnt ja gleichsam irgendwann zu uns zu sprechen. Die Spuren, die er oder sie in unser Leben dauerhaft eingezeichnet hat. Das sind vielleicht die Kinder, die Enkel oder der Garten, die Wohnung, die Arbeit, ein bestimmtes Hobby, ein Gegenstand, den der Verstorbene vererbt hat, oder besonders schön, ein wichtiger Satz, eine besondere Einstellung zum Leben, die unser Leben mitgeprägt hat und dauerhaft weiter mitbestimmt. In der Trauer haben wir uns an das gehalten, was geblieben ist, auch wenn die Erinnerung gleichzeitig wehtut. Vielleicht wagt man vorerst kaum, etwas wirklich zu verändern, aus Liebe, aus Anhänglichkeit gegenüber dem Gestorbenen. So, als könnte man ihn doch noch ein bisschen festhalten. So suchen wir alle als Trauernde tastend nach einem Halt. Der Apostel spricht darum auch zu uns. Er spricht uns, die Lebenden, direkt an und sagt, so wollen auch wir uns nun eifrig bemühen, zu dieser Ruhe Gottes einzugehen. Aber wie machen wir das? Wie finden wir Frieden, der uns ruhig werden lässt und aus dem wir womöglich neue Kraft und hoffentlich auch Zuversicht schöpfen können? Selten gelingt es uns im Lauf unseres Lebens, beides nachzuahmen. Die Tätigkeit unseres Schöpfers und sein Ausruhen, seine Sabbatruhe. Denn es sind doch sehr stark Rastlosigkeit und Unruhe, die unser persönliches Leben beherrschen. Sie beherrschen ja unsere gesamte Kultur.
Oft wollen wir sehr schnell fertig werden mit einer Aufgabe. Besonders das Schwere, das möchten wir gerne schnell hinter uns bringen und erledigen. Wie den Israeliten auf ihrer Wüstenwanderung die Zeit der inneren Anspannung zu lange dauerte und dabei auch das Vertrauen auf Gott abhanden kam, nämlich das Vertrauen, er werde ihnen nach all der Not, nach all der Mühsal und Anstrengung ein anderes, besseres Leben geben, so ist das eben auch bei uns. Zeit haben wir wenig fürs Trauern. Die anderen verlangen von uns, dass wir bald wieder funktionieren sollen und dass wir uns nicht hängen lassen. Aber Zeit braucht man zum Abschied nehmen. Und man braucht auch Zeit, jeder von uns braucht immer wieder Zeit, die vertrauensvolle Beziehung zu Gott wieder aufzurichten und zu erneuern. Darum erinnert uns der Apostel an die Wüstenwanderung Israels, sozusagen als ein hilfreiches Beispiel. Zuversicht und neue Lebenslust lassen sich nicht herbeizwingen und auch nicht herbeitrainieren. Das ist auch damals nicht gelungen. Gott hat die Menschen nicht schneller ins gelobte Land gebracht, sondern als es Zeit war. Darum rät der Verfasser des Hebräerbriefes: Lasst uns darum bemüht sein, zu dieser Ruhe Gottes zu kommen, damit nicht jemand von uns zu Fall komme durch den gleichen Ungehorsam, nämlich die Ungeduld, die Rebellion derjenigen Menschen, die damals in der Wüste auf dem Weg in ein verändertes Leben irgendwie genug hatten und der Treue Gottes nicht mehr trauen wollten. Nur können wir das überhaupt? Was bleibt einem denn übrig, als uns einem beschleunigten und manchmal wirklich rasanten Lebenstempo anzupassen und eben das zu verdrängen oder an die Seite zu schieben, was uns eigentlich Zeit kostet, was uns wehtut und unangenehm ist? Ohne dass wir innerlich ganz aussteigen und für lange Zeit sozusagen neben dem Leben stehen und uns von anderen ausgeschlossen fühlen. Der Apostel hat uns etwas Wichtiges zugesagt. Er sagt, es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Es ist für Menschen, die es aus vielen Gründen schwer haben mit dem Vertrauen auf Gott, nicht einfach aus. So, dass man entweder einen felsenfesten Glauben hat und nie und an nichts zweifelt, dann hat man ja sowieso keinen Trost nötig. Oder man sucht Trost und hat Angst, keinen zu finden. Dann steht man außerhalb und fühlt sich alleingelassen. Für uns, die wir ähnlich schwankend und unsicher sind wie die Israeliten auf ihrem Weg durch die Wüste, dieses ausgedorrte Land, für Menschen, die immer wieder in dieses tiefe Loch der Trauer hineinstürzen und sich manchmal einfach leer fühlen und verzagt, es fallen einem die richtigen Sätze nicht mehr ein, mit denen man sich selbst aufmuntert, Menschen, die auch verstummen oder vielleicht sich stattdessen ins Leben stürzen. Für uns, meint der Apostel, für Menschen, die so hin und her gerissen sind, ist echte, wahre Ruhe in diesem Leben, das wir haben, möglich. Nicht nur für unsere Verstorbenen. Lasst uns bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen, sagt der Apostel. Wie kann uns das gelingen? Die Antwort darauf hat uns Jesus selbst gegeben. Wir haben sie als Lesung gehört, wie er spricht:
Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Liebe Gemeinde, das Joch Jesu ist ein Bild für die Liebe. Sich geliebt zu fühlen von Gott, das ist mit dem Joch gemeint, unter dem wir symbolisch angeschirrt werden, um zu einer besseren, zu einer lebendigen Lebensrichtung zu finden. Jesus hat dieses Joch der Liebe getragen. Als er von seinen Freunden verlassen wurde, als er völlig allein war, als er sich außen vor fühlen musste, unverstanden und angefeindet, da ist er dennoch in der Liebe geblieben, hat daran festgehalten, von Gott geliebt zu sein und die anderen lieben zu können, auch unter schwarzem Himmel, auch in völliger Verlassenheit. So, genau dadurch ist er zu unserem Bruder geworden, der gelitten hat wie wir und der darum auch so viel von uns versteht. Dieses Joch der Liebe will er uns auflegen. Und dieses Joch der Liebe macht unser Leben nicht noch schwerer. Es macht unser Leben sogar auf gute Weise leicht. Mitten im Schweren, mitten im manchmal Unerträglichen, sich geliebt zu fühlen, trotz allem, was weh tut. Und daran zu glauben, dass Gott mich sieht und wahrnimmt und in seine Arme schließt. Das heißt, Gottes Ruhe zu erfahren. So können wir aufatmen, immer wieder, wenn uns das bewusst wird. Trotz allem, Gott ist bei mir. Er gönnt mir diese Pause, er gönnt mir Ruhe. Unsere Trauer können wir so leichter tragen, gewinnen einen guten und beschützenden Abstand zu dem großen Anspruch der anderen, dass wir jetzt wieder richtig einsteigen sollten in unsere Aktivitäten, dass wir wieder so sein sollen, wie wir früher waren, dass wir uns vielleicht endlich mal zusammenreißen könnten. Vielleicht gewinnen wir auch dadurch den Mut, um Rücksicht und manchmal auch um Hilfe zu bitten. Gottes Ruhe ist uns versprochen. Nun legen wir unserem Schöpfer die Lasten und die Mühsal der vergangenen Tage, der vergangenen Wochen, der vergangenen Monate zu Füßen. Ihm, unserem Gott, haben wir unsere Toten anvertraut. Und nun bitten wir ihn für uns selbst, um seine tröstende Nähe und um die Kraft für den Weg, der vor uns liegt. Das Joch Jesu möge uns helfen, dass wir in der Liebe bleiben. Und so bitten wir nun Gott für uns alle um seinen Frieden, um den Frieden, der höher ist als unsere menschliche Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Nun lasst uns miteinander beten und Fürbitte halten. Allmächtiger Gott, lieber barmherziger Vater im Himmel, du bist der Herr über Leben und Tod. Wir stehen vor dir mit unserer Trauer, mit unseren Fragen und unserer Hoffnung. Du rufst uns ins Dasein, aber du setzt unserem Leben auch Grenzen. Wir beugen uns deinem Willen auch dann, wenn Menschen aus unserer Mitte weggenommen werden, die wir geliebt haben. Vor dir gedenken wir dieser Menschen, die wir im Verlaufe des vergangenen Jahres in der Hoffnung auf die Auferstehung zu Grabe getragen haben. Wir danken dir für alles, was wir durch sie empfangen haben. Und wir danken dir, dass du dich ihrer annimmst. In deiner Ruhe geborgen sind Günther Schwenk, Anni Lioce, geborene Roos, Ingrid Eckert, geborene Weppler, Karl Günther Gärtner, Alice Waldo, geborene Fehlau, Hans-Peter Donat, Hans Wilhelm, Ida Schäfer, geborene Steinhauer, Hans-Peter Schmidt, Arno Trettin, Helga Lisa, geborene Stier, Karl Adolf Eschenbach, Dieter Manja, Ursula Kreutlein, geborene Eckhart, Dr. Matthias Lichtenhahn, Dr. Ulrike Inglis, geborene Burg, Walter Fester, James Sheehan, Ursula Reitz, geborene Mees, Ingrid Maria von Müller, geborene Meyer-Thompson, Ingrid Füllbeck-Krank, geborene Harmens, Barbara Wood, geborene Wickert, Stefan Eschenbach, Alexander Butzon, Ingrid Benecke-Richter, geborene Benecke, Lilly Findeisen, geborene Brohm, Professor Dr. Diethard Amelung, Norbert Beblow, Dr. Gertrud Schrick, geborene Wissmann, Karl Ludwig Wehrle, Astrid Tögel, geborene Kleier, Jutta von Oppeln-Bronikowski, geborene von Plessen, Berthold Hotten, Walter Körber, Martina Henkel, Friedrich Herschelmann, Heinrich Krank, Miriam Henschel, Karl Flamme, Ursula Derwenich, geborene Föhl, Helga Eschenbach, geborene Barnutz und Hermine Schmidt, geborene Hartmann. Allmächtiger, ewiger Gott, durch deinen Sohn Jesus Christus hast du uns gezeigt, dass der Tod nicht das Ende aller Dinge ist. Deine Treue reicht über den Tod hinaus. Du lässt unsere Verstorbenen Ruhe finden in dir. Wir bitten dich für uns, die Trauernden, die Verzagten und Angefochtenen, richte uns immer wieder auf durch dein Wort, mach uns zuversichtlich durch deine Nähe und hilf, dass wir deinen Trost und deine Liebe annehmen können. Gib, dass wir uns gegenseitig beistehen und Schritte finden, die zum Leben führt, das du uns schenkst. Gemeinsam rufen wir zu dir mit den Worten, die uns Jesus zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Noch einige Abkündigungen an dieser Stelle. Am nächsten Sonntag feiern wir den Beginn des neuen Kirchenjahrs mit dem Gottesdienst zum ersten Advent. Geplant ist dieser Gottesdienst als ein Kantatengottesdienst, in dem die Adventskantate von Georg Philipp Telemann "Machet die Tore weit" zur Aufführung kommen soll. Wie wir alle wissen, verändern sich derzeit die gesetzlichen Vorgaben zur Eindämmung der so schrecklich grassierenden Pandemie. Darum müssen wir vorläufig bei allen Veranstaltungen und Gottesdiensten einen Vorbehalt machen, ob wir also wirklich so feiern können, wie wir es uns vorgenommen haben und wie wir es geplant und auch in unserem Vokalensemble geübt haben. Das wird sich erst gegen Ende der neuen Woche zeigen. Beachten Sie darum bitte immer auch die Mitteilungen auf unserer stets aktualisierten Webseite im Internet. Sie finden uns dort ganz einfach, wenn Sie Evangelische Kirche Königstein eingeben. Und dann wird auf der allerersten Seite sofort zu sehen sein, was am kommenden Sonntag hier stattfindet als Gottesdienst. Der Gottesdienst wird aber gehalten, vermutlich werde ich diesen Gottesdienst mit Ihnen feiern. Auch der Geburtstagsnachmittag in der kommenden Woche am Mittwoch soll verschoben werden. Er findet nicht statt und wird zu einem späteren Zeitpunkt seinen Raum haben. Dazu werden alle Eingeladenen dann noch einmal angeschrieben. Die Konfirmanden und die Kinderkirche kommen zusammen wie gewohnt. Konfi findet statt, vielleicht hier in der Kirche, das schauen wir mal. Die Kollekte des vergangenen Sonntags war bestimmt für das diakonische Werk in Hessen und Nassau. Das diakonische Werk engagiert sich auch in unserem Kirchengebiet sehr intensiv für die Unterstützung von Geflüchteten und Asylsuchenden. Die Kollekte erbrachte 367 Euro, wofür wir allen Gebern und Geberinnen einen sehr herzlichen Dank aussprechen. Heute erbitten wir Ihre Gabe am Ausgang für die Arbeitsgemeinschaft Hospiz unserer Kirche in Hessen und Nassau. Diese Arbeitsgemeinschaft unterstützt die örtlichen Hospizgruppen durch Fortbildungen und Begleitung sowie den Aufbau neuer Arbeitsfelder, wie zum Beispiel Sterbebegleitung von Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Wir bitten Sie um Ihre Unterstützung und danken herzlich für alle Gaben am Ausgang. Wir haben zum Eingang das Lied 450 angestimmt und singen nun miteinander die beiden Schlussstrophen "Ach, du Aufgang aus der Höhe".
geht in diesen Sonntag und in die kommende Woche mit dem Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er gebe dir Frieden.